Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video aus der Reihe zu Francis Fukuyamas Identität. Im ersten Kurzvideo bin ich kurz auf seinen Lebenslauf eingegangen, nämlich den von Francis Fukuyama. Und jetzt beginnen wir mit dem Inhalt des Buches. Und er bezieht sich am Anfang seines Buches unter anderem auf die weltweite Verbreitung der Demokratie seit 1970 in Zahlen. Das ist ja insofern von Bedeutung, weil er von einer momentanen Gefahr für die Demokratie der westlichen Länder ausgeht. 1970 gab es weltweit ungefähr 35 demokratische Staaten und nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in den Jahren 1989 bis 1991 in Osteuropa und in der Sowjetunion, also der UdSSR, wurden zahlreiche bisher diktatorisch geführte Staaten Demokratien. Im Jahr 2000 gab es schließlich weltweit ungefähr 120 demokratische Staaten. Seit dem Jahr 2005 ist die Anzahl der Demokratien aber hingegen rückläufig und der Einfluss mächtiger autoritärer Staaten wie China und Russland nimmt zu. Und es stellt sich somit die Frage, ob sich diese Entwicklung fortsetzen wird und ob die Demokratie als Staatsform in Zukunft weltweit gefährdet ist. Und dieser Frage oder diesen Fragen geht Francis Fukuyama in seinem Buch nach und dem werden wir auch dann nachgehen in meinem dritten Video zu seinem Buch. Dass die Überschrift, den Titel haben wird, Identität der Menschen, verschiedene Sichtweisen. Bis gleich im dritten Video.